Hallo Leute, hier ist Gregor. Herzlich willkommen zurück zu Zeitlos, dem Kanal rund um klassische Fahrzeuge. Heute werden wir uns mal ein bisschen dem Thema widmen, was so die neue Technik im Oldtimer ist. Da gibt es die einen, die totalen Oldtimer- oder Originalfreaks, die sagen, fass da bloß nichts an. Die anderen natürlich, die meiner Meinung nach ein gutes Mittelmaß haben und dann halt schon auch noch ziemlich Verrücktes. Ich meine, ich bin jetzt heute Morgen mit der Pagode hergefahren, die hat keine Gurte, ja. Wird man da jetzt an die Wand genagelt, wenn ich jetzt Gurte nachrüste? Selbst wenn man das sieht auch im Auto, ich finde das nicht schlimm. Andere Themen halt vielleicht auch noch so zur Sachen Sicherheit ist halt irgendwie Bremse. Gerade amerikanische Fahrzeuge, die haben halt meistens Einkreis-Bremssysteme. Sobald uns eine Leitung, eine Bremsleitung oder ein Bremsschlauch kaputt geht oder irgendwas undicht wird an dem System, dann fällt die gesamte Bremsanlage aus. Das heißt, das Pedal fällt durch, wir haben keine Bremsleistung mehr, nichts. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel ein Zweikreis-Bremssystem aufzubauen. Da gibt es auch einfache Lösungen, ja, da kommt ein anderer Hauptbremszylinder rein, ja, dann wird quasi die vordere und hintere voneinander getrennt, die vordere und hintere Bremsanlage. Und somit haben wir einfach nur, wenn jetzt eine Leitung ausfällt, am Hinterrad beispielsweise, ja, dann fällt die hintere Bremse weg. Ich habe aber die Möglichkeit, mit meinem Bremspedal und über den Hauptbremszylinder quasi Bremsdruck noch an die Vorderachse zu geben. Gibt mir doch viel besseres Gefühl, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Ansonsten, ich meine, was gibt es noch alles? Ich habe jetzt hier gerade mal geschaut. Servolenkung zum Beispiel. Ich meine, ich bin gerade neulich Adenauer gefahren. Das war ein riesen Lenkrad, um quasi mehr Hebel auf die Lenkwelle zu bekommen. Aber trotzdem, da hast du halt trotzdem so Arme gebraucht, ja. Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, fast unsichtbar, ganz klein gebaut, ein kleiner elektronischer Motor, der quasi meine Lenkhilfe darstellt. Ist jetzt auch von außen unsichtbar. Das ist doch ein absoluter Mehrwert für das Auto. Aber selbst da gibt es halt viele Leute, die auch wieder sagen, so ja, elektrische Servolenkung im Adenauer. Aber wie gesagt, da ist auch jeder, da hat jeder seine eigene Meinung. Ich glaube, gerade im Oldtimer-Bereich, ne, da gibt es viele Meinungen und da gibt es auch sehr viele Leute, die sind von ihrer Meinung sehr hart überzeugt. Wo wir gerade in Pagode sitzen, ich habe gerade zufällig gesehen, da gab es eine Firma, die haben komplett neue Technik in so ein Auto eingebaut. Das heißt hier einen riesigen V8, ja, aus einer E-Klasse. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, ob ich das richtig geil finden soll oder irgendwie ein bisschen schade. Man muss sich vorstellen, das ist nicht nur ein Motor, das ist nicht nur ein Getriebe, sondern das ist ja wirklich der Antriebsstrang. Das ist Vorderachse, Hinterachse. Da ist nichts mehr an der Stelle, wo es vorher mal war. Aus technischer Sicht natürlich der Wahnsinn. Ja. Auf der anderen Seite, ja, auch da wieder so ein bisschen schade, weil der eigentliche Stil von dem Auto ja danach, oder ich sag mal, die Eigenschaft von dem Auto ja eigentlich weg ist. Wir hatten neulich mal einen Käfer gehabt, da haben die einen Elektromotor eingebaut. Ja? Ich meine, da kann natürlich ein Großteil der Technik bleiben. Das heißt also Getriebe und so weiter, ne? Der Antriebsstrang, Vorderachse, Hinterachse, das kann ja theoretisch alles bleiben, weil das Einzige, was ausgetauscht wird, ist ja der Verbrennungsmotor gegen einen Elektromotor. Ich weiß nicht, ob das für mich das Richtige ist. Mir fehlt da einfach was. Mir fehlen da ganz viele Emotionen. Und ich glaube, das ist auch das Thema, was mich beim Oldtimer ja mitnimmt. Also gerade die Emotionen, gerade die einzelnen Charakteristiken von den Autos, von den Motoren. Wie fahren die Dinger? Wie fühlt sich das alles an? Aber ich hole jetzt was richtig Geiles. Und dann treffen wir uns gleich in der Werkstatt. Habe ich euch zu viel versprochen? Ja, Leute, was haben wir hier? Ein Ford Mustang Shelby GT 500 Eleanor. Eleanor, bei den meisten klingelt es wahrscheinlich. Das ist der Nachbau vom Filmauto, nur noch 60 Sekunden. Und das, was hier steht, ist wirklich auf Stand neuester Fahrwerkstechnik. Getriebe, Hinterachse, alles das, was irgendwie heute im Motorsport auch gefahren wird. Das Auto geht um die Kurve, das Auto hat Fahrdynamik, das ist der Wahnsinn. Und um das auch mal direkt vergleichen zu können, das heißt, was ist geändert worden? Wie sieht das serienmäßig aus? Was steht da auch für ein Aufwand dahinter, um das so zu bauen, wie es hier drunter ist? Habe ich euch ein Original mitgebracht. Und zwar nochmal einen geilen Mustang. Aus dem selben Jahr, allerdings jetzt als Cabriolet, aber tut der Sache, glaube ich, nichts ab. Sieht trotzdem sehr geil aus. Und hier anhand den beiden Modellen können wir euch mal zeigen, Serienstand
umgebauter Stand. Und dann seht ihr nämlich, was in dem Auto alles abgeht. Bis gleich. So Leute, jetzt haben wir das Auto mal hochgehoben, beziehungsweise beide hochgehoben. Schauen wir uns jetzt zuerst mal hier das ein bisschen an. Wir sehen hier schon, also ich würde sagen, schon von Weitem kann man das gut erkennen, wirklich ein komplettes Gewindefahrwerk. Das heißt, komplett verstellbar in Höhe, Härte, Zug- und Druckstufe. Genauso wie Stabilisator an der Hinterachse. Der Stabilisator verbindet die beiden Radseiten miteinander. Das heißt, er ist hier mit der Achse verbunden und leitet quasi die Kraft auf die andere Seite. Damit will man erreichen, um Wankbewegungen aus einem Auto rauszubekommen. Das heißt, dass das Auto weniger wankt beim Richtungswechsel. Ja? Hat er natürlich original nicht gehabt. Genauso wie die Bremsanlage, ja? An der Hinterachse so eine große Scheibenbremse, das ist schon mal eine gute Ansage. Dabei sieht man auch noch die Bremsleitung. Ja? Das ist alles wirklich, das kommt komplett aus dem Motorsport. Ja? Die ganze Hinterachse, um überhaupt das möglich zu machen, dass wir an der Hinterachse ein Gewindefahrwerk fahren können, ist schon mal, dass ein komplett separater Achskörper gebaut wurde, woran die ganzen Komponenten überhaupt festgeschraubt wurden. Ja, und hier befinden wir uns jetzt am Original. Wir sehen schon, da sieht es ganz anders aus. Allein schon mal die komplette Blattfeder, ja, die da drüben dank dem Gewindefahrwerk natürlich komplett wegfällt. An der Blattfeder hängt komplett die Hinterachse dran. Die Blattfeder ist dann mit der Karosserie verschraubt. Das ist eine Trommelbremse. Das heißt also, so wie es halt zu der Zeit ganz normal war. Da sitzt in einer Trommel sitzt ein Bremsbacken, ist also keine Scheibe mit Belägen, sondern es ist eine Trommel mit Bremsbacken drin, die sich auseinanderdrücken und somit das Auto abbremsen. Genauso wie wir hier auch ganz deutlich sehen, hier fehlt natürlich auch der Stabi. Und somit, ja, so sieht das Original aus. So, jetzt kommen wir nochmal zur Vorderachse. Hier ist natürlich auch schon, wie eben schon an der Hinterachse gezeigt, wir sehen ja auch schon wieder hier das Dämpferbein, was komplett am unteren Querlenker festgeschraubt ist, bis nach oben geht zum Dom. Auch natürlich komplett einstellbar, muss ja sein, wir müssen Vorder- und Hinterachse gleichmäßig einstellen können. Genauso wie man hier schön sieht, der obere Querlenker komplett uniball gelagert, das heißt ohne Gummilagerung, weil Gummilager natürlich immer einen gewissen Spielraum geben bei Grenzbelastung. Genauso wie natürlich an der Vorderachse auch wieder Stabilisator in einem Durchmesser. Ja, also das heißt, der Stabi-Durchmesser ist natürlich auch ganz massiv entscheidend. Die Bremse, man sieht es hier schon gut, innen belüftet, riesige Scheibe, ein riesiger Bremssattel. Das ist wirklich Motorsport vom Feinsten. Jetzt gucken wir uns nochmal das Original an der Vorderachse an. Hier sehen wir natürlich auf den ersten Blick schon, wir haben hier serienmäßige Dämpfer, serienmäßige Federn. Ist natürlich schon an einem ganz anderen Punkt festgeschraubt. Wir können hier nichts einstellen, wir können keine Höhe einstellen, wir können keine Dämpfung einstellen, keine Härte, nichts. Wir sehen natürlich den ganz dünnen Stabi. Das hatten sie tatsächlich serienmäßig, den dünnen Stabilisator. Wir sehen ganz viel auf Gummi gelagert, an ganz anderen Punkten befestigt. Kein Wunder, dass die Dinger so ein bisschen fahren wie so ein Segelboot. Im Grunde genommen zum Schnellfahren waren die, glaube ich, nie gedacht, sondern eher so dieses Dahincruisen. Und das ist, glaube ich, auch der Stil von einem richtigen Ami. Ja, ihr Lieben, das war jetzt natürlich ein Eindruck, den wir von dem Thema neue Technik im Oldtimer euch mal vermitteln konnten. Es gibt natürlich noch so viel mehr Themen, die an dem Auto interessant sind. Ja, die ganzen, ob das noch Elektronik, Technik ist, was da noch mit alles drinsteckt. Das ist ja noch so viel mehr. Genauso wie, was wir vorhin schon angesprochen haben, die Bandbreite von diesem gesamten Thema neue Technik im Oldtimer ist natürlich riesengroß. Für uns natürlich ganz wichtig, lasst uns Kommentare da, was habt ihr vielleicht schon gesehen, was interessiert euch vielleicht auch. Abonniert den Kanal, wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Bis bald, euer Gregor.